Zap, moin Leute, Vanori am Start mit einer weiteren kleinen Runde Minecraft. Wir haben das letzte Mal aufgehört, wo wir das Feld hier vorne erweitert haben. Großzügigst natürlich. Und wir haben angefangen, unsere Mühle zu bauen, die sich hier hinten langsam aber sicher in die Höhe schrauben soll. Anschließend soll das Ding natürlich hier halt einfach nur schön aussehen. Gucken wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen. Wie es am Ende dann aussehen wird, werden wir dann zu gegebener Zeit erfahren. Wir werden natürlich auch noch an dem Feld weiterarbeiten und ich würde auch gerne zwischenzeitlich loslegen mit... Warte mal, ich muss mal eben in die Truhe reingucken. Wir haben hier noch richtig viel Sand sogar. Denn ich wollte hier noch... So, Moment. Ich wollte nämlich hier auf dem Felde alles mit einer Schicht Sand quasi umrunden. Auch so komplett. Das kann natürlich sein, dass jetzt hier irgendwo in der Mitte ein Fältchen austrocknet oder sowas. Da müssen wir aufpassen und gucken, dass das Ganze nicht überhand nimmt. Ich glaube, man konnte auch auf dem Felde rennen. Enderman. Den habe ich nicht so den Bock gerade. So, hier sitzt noch einen hin. Da vorne war ja nichts. Hier kommt noch einer hin. Damit hier halt, wenn wir hier eine Seite abernten, nichts ins Wasser reinfällt. Das ist halt der Trick der Sache. Mehr steckt wirklich nicht dahinter. So, aber zum großen Teil ist hier ja überall was. Was halt hier noch? Da muss noch was hin. Wir machen das Ganze hier ganz hübsch und nett. Und nein. So. So sieht das dann jetzt aus. Das Ganze hier. Wir setzen hier vor. Komm, machen wir hier vorne auch noch. Ne, hier kann ich ja... Hier ist ja kein Zaun. Das heißt quasi... Ich nehme das Ding weg und mache das da rein. Die Erde nehmen wir natürlich mit. Wir können hier an der Seite noch rum. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das ist ja quasi stückchenweise auch darauf ausgelegt, dass da Monster auch mit drinnen spawnen. Weswegen hier auch keine Fackeln am Rand sind. Zumindest derzeit noch nicht. Jetzt muss ich natürlich auch noch gucken, dass wir hier ein bisschen was ausgehoben bekommen. Jupp. Damit der Zaun sich nicht so mit der Erde verbindet. Weil das halt einfach nicht aussieht. So. Dauert noch ein ganz kleines bisschen. Wir müssen sowieso gleich erstmal wieder in eine Höhle rein und farmen. Dazu brauchen wir Cobblestone. Natürlich könnten wir auch erstmal anderes Material nehmen, da wir ja eh später das Ganze durch Moossteine ersetzen, die Grundmauern von der Mühle. Aber bis dahin wäre es mir schon ganz recht, wenn es halbwegs nach was aussehen würde. Und müssen hier styletechnisch noch ein bisschen was anlegen. Ja. Hier muss noch ein bisschen was weg. Alles halt wieder Terraforming, nur halt ein bisschen in die andere Richtung. Damit es dann quasi hier am Ende auch nach was aussieht. So. Dass wir gehen hier auch ein Stückchen weiter rein. Muss dann später natürlich noch einen Weg anlegen, etc. pp. Aber bis das soweit ist, kann das durchaus noch ein bisschen dauern. Ja. Kloppt die Erde runter. Ja, wir müssen hier echt eine ganze Menge, wir müssen quasi hier oben anfangen, ein paar Schichten wegnehmen. Und dann müssen wir irgendwo hier anfangen und dann auch wieder schräg graben. Das Ganze soll anschließend natürlich toll aussehen, aber bis jetzt muss es das erstmal nicht.
Hauptsache ist, dass das hier irgendwie so aussieht, wie es aussehen sollte, ungefähr. Haben natürlich jetzt keine Schaufel mehr. Hätten wir uns doch lieber doch noch eine gemacht. Ich war ganz kurz im Zögern, ob ich mir noch eine machen soll oder nicht. Hätte ich mal besser gemacht. Du, 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 du. So. Aber machen wir direkt zwei Stück, dann haben wir es auch hinter uns. Die einen geht unter Garantie sowieso wieder kaputt. Oh, wir hatten hier sogar noch eine rumfliegen. Whoops. Passiert. Feldwechsel und Geleit, das ist super. Und noch ein Erdklümpchen rumfliegen. Erdklümpchen sind wichtig. Vor allen Dingen später werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge davon brauchen. Also sollte man sich nicht scheuen, davor sie einzusammeln. Ja. Wie gesagt, dauert noch ein bisschen was. Wir werden gleich Cobblestone farmen. Wie gesagt. Muss alles seine Richtigkeit haben. Wir haben ja leider keinen mehr. Ich könnte auch theoretisch irgendeinen anderen Stein verwenden als Grundstein. Und ganz ehrlich. Nee. So, ich setze mich hier nochmal schön durch. Damit es auch nicht ganz zu ordentlich aussieht, versuche ich hier nochmal ein bisschen was Abstand zu halten. Und das Ganze dann nach irgendwas wenigstens aussieht. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge das Land wieder quasi nach innen gezogen, um mehr Platz zu schaffen für Zukünftiges, also für Straßen quasi, Wege, die hier noch angelegt werden sollen. Soll ja schließlich am Ende ein kleines Dörfchen werden, eine kleine Stadt oder sowas. Es muss nicht hundertprozentig perfekt sein, aber wir müssen halt gucken, dass wir die Landschaft entsprechend unserer Vorstellungen manipulieren und bearbeiten. Um ein Ende dann ein sauberes Ergebnis zu verbuchen. So. Gehen wir hier noch schön schräg rüber. Dann können wir hier nämlich noch schön schräg rüber gehen. Und so. Gut, dass wir doch noch ein paar Fackeln. ein paar Schippen mehr haben. So, dann gucke ich mal ganz kurz hier vorne, wie das aussieht. Hier ungefähr müssen wir dann connecten. Oh, dann habe ich Wasser übrig gelassen. Dies ist nicht so toll. Da ist auch noch einer. Kommt davon, wenn man Baufusch betreibt. So. Ganze Rumbudelei hier. Oh, Gottchen. Mittwoch ist wieder Arbeiten angesagt. Also ab Mittwoch ist quasi Arbeiten angesagt. Das heißt, ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zeit hier, Videos zu machen und sowas. Ich werde wahrscheinlich wieder in die Vorproduktion gehen, so wie ich das früher mal gemacht habe. Auch wenn mir das nicht ganz so recht ist. Da ich lieber täglich halt ein Video aufnehme von 20 Minuten und das dann hochlade, um eventuell direkt auf irgendwelche Kommentare halt reagieren zu können. Ja, das sieht ganz gut aus. Anstatt, ja, dann großartig, ne, dir riesig was aufnehmen zu müssen, um anschließend dann stundenlang quasi was zu machen und bla bla bla. Ich hab's halt lieber, wenn ich direkt irgendwas tätige. So, wir haben eine Spitzhacke, das wird nicht reichen. Genauso wenig wie eine Schaufel vorhin gereicht hat. So, die eine Schaufel packen wir erstmal weg. Spitzhacken haben wir ja eh nicht in petto noch in Hinterhand. Doch, hier haben wir noch eine Eisenspitzhacke, das ist super. Kommt der auf jeden Fall erstmal weg. Hier haben wir auch noch eine Schaufel sogar. Ich kann keine Schaufel machen. Oh. Gut. Gut, 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 gut. Andesite. Andesite brauchen wir natürlich nicht. Da haben wir noch eine Diamantspitzhacke. Die wollten wir allerdings erst noch verzaubern. Zugegebener Zeit. Bis dahin allerdings erstmal. Yeah. Das Feld wächst fleißig, das ist super. Wir gehen auch nur nebenan in die Höhle rein. Das heißt, da wird das Feld immer schön runter weiter wachsen. Und wenn wir dann wieder hochkommen am Ende,
Ich habe so viel Erde dabei. Ich habe so viel Erde dabei. Schade, dass man keinen 64er Block oder sowas setzen kann. Von Erde. Einfach so plopp. Und gut ist. Ah ne, setzen wir den mal hier rein. Dann haben wir den am Mann, falls benötigt. Dies tun wir auch erstmal weg. Dies tun wir weg. Dies tun wir weg. Das Zeug auch. Der bleibt drin. Sand, Steintreppen, Erde. Die Axt behalte ich auch erstmal. Und ich nehme noch ein bisschen was Holz mit. Falls, weil, wegen, wenn. Ja. Weil zwei Spitzhacken werden wahrscheinlich nicht so hundertprozentig reichen, wie sie es vielleicht sollten. So sieht das Ganze hier in Dunkelheit aus. Noch nicht viel Beleuchtung, kommt alles noch. Wir haben noch eine ganze Menge Glowstone-Zeug, wo wir uns noch mit austoben können. Aber alles zu seiner Zeit, kommt alles noch. So, hier hinten sehen wir das Leuchten. Dann geht's auch schon ab in die Höhle. Zum munteren Cobblestone-Farm. Und wir kriegen natürlich direkt erstmal Besuch von einem Skelett. Sorry, Kumpel, aber heute nicht. So. Wir haben ja quasi unseren kleinen Steinbruch. Hier haben wir eine ganze Menge eine Säte und so ein Zeug rumfliegen. Ich würde einfach mal sagen, wir hauen hier nochmal eine große Halle rein. Also glätten quasi die Decke ein bisschen aus. Ich wäre ja eigentlich dafür, dass wir so eine 64er-Reihe, also 64x64 machen. Das heißt, wenn man eine Reihe abgearbeitet hast, hast du auf jeden Fall schon mal ein 64er-Stack in der Hand. Wäre vielleicht ganz nett. Kann aber auch grausam schief gehen. So, den setzen wir mal hier hin. Dann können wir den hier nämlich auch abbauen. Plüpp. So. Na, dann haben wir hier immer noch den Aufgang. So, und dann machen wir hier quasi... Ja, dann nehmen wir hier noch das Zeug mit. Andesite oder Diorit. Not sure. Not sure. Auf jeden Fall kommen wir hier auch super dann noch an der Decke dran. Das heißt, wir können hier alles wunderbar abbauen. Herrlichst. Ja, das kann jetzt ein ganz kleines bisschen dauern. Wir brauchen wahrscheinlich ein paar 64er Stacks, also mindestens drei, würde ich mal schätzen, werden wir auf jeden Fall brauchen. Um die Windmühle später ins Laufen zu kriegen. Abgesehen davon, dass wir so eine ganze Menge brauchen werden in Zukunft. Vor allen Dingen auch noch für den Hafen, den ich machen möchte. Der soll ja auch relativ groß sein dann am Ende. Also freut euch darauf auch schon mal ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Kann man alles irgendwann gebrauchen. Auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wann. Ja. Gut, sieht schon mal eckig aus. So, da möchte ich auf jeden Fall reingehen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen bis hier hin. Das heißt also, ich baue jetzt hier einmal ab und gucke dann, dass ich hier hinten auf der Ecke quasi mit dran komme. So sieht das Ganze dann aus. So. Ja, ich weiß, da haben wir ein bisschen was Eisen. Wir werden später eh noch in die Tiefe gehen. Zugegebener Zeit. Aber jetzt erstmal braucht man das ja nicht. Ja, spannend ist es nicht unbedingt. Und ich werde doch gleich erstmal wieder aufhören. Wenn wir die zweite Spitzhacke weg haben, dann höre ich einfach mal auf. Bis dahin müsste ich nur einen kleinen Moment gedulden. Reicht perfekt. Gute Abmaße. Dürfte einiges an Cobblestone geben. Damit können wir schon mal arbeiten, dann können wir ein bisschen was machen. Bis dahin hat sich vermutlich unser Getreide auch schon wieder in die Höhe gezogen. Ein bisschen was zumindest. Auch wenn wir jetzt nachts losgezogen sind. Ich habe zwar keine Fackeln aufgestellt, sonst könnte das Getreide eventuell nachts auch weiter erwachsen. Zumindest teilweise.
Also nicht weiter tragisch. Wir haben ja Zeit mit allem. Wir müssen ja nicht alles so schnell wie möglich machen. Wir können uns ja ein bisschen Zeit nehmen. Ein bisschen was quasseln und so. Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, über was wir denn quasseln wollen. So. Sieht doch eigentlich ganz okay aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch da in die Richtung gehen soll. Ich denke mal ja. Einfach um hier diese komische Kuhle wegzukriegen. So, wie gesagt, das ist dann quasi das Ende. Das sieht relativ schnell aus. Ich glaube, das. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich guck mal eben nach. Okay, Granit. Ja, und Diorit. Diorit ist das helle Granit, das ist das etwas dunklere. Andesite haben. Doch, Andesite haben wir auch. Hier ein bisschen was. Das tue ich auch mal dahin. Und dann ist das hier Diorit wirklich. Nehmen wir natürlich alles mit. Vielleicht machen wir daraus auch unsere Wege. Ist besser als dieses komische schmatzende Geräusch immer von Gravel, also Kies. Weiß nicht, ob das immer so schön ist, wenn man das hört, wenn man irgendwo langläuft oder so. Können wir vielleicht auch ein anderes Soundsample oder sowas reinpacken. Mal schauen. Wir haben ja alle Möglichkeiten, die es gibt. Dieses Spiel hier komplett individuell zu gestalten. Allein vom Modpack her, vielleicht fange ich auch irgendwann mal an und mache mein eigenes Modpack. Also so, nicht Modpack. Das heißt nicht Modpack, das heißt irgendwie anders. Das Aussehen von den ganzen Sachen. Vielleicht irgendwann mal selber machen. Wer weiß. Aber bis dahin dürfte es noch ewig und 3 Tage dauern, also freu dich nicht zu früh. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So, ich glaube, das könnte auch erstmal reichen. Wir haben die Halle auf jeden Fall schon mal. Also wir haben hier quasi jetzt eine Halle draus gemacht. Ich packe mir hier schon mal die ganzen Cobblestones rein. Wir haben sogar einen Bogen gedroppt bekommen. Ist das nicht nett? Hier haben wir noch ein bisschen Bruchstein, können wir statt der Schaufel benutzen. Und dann gehen wir mal raus. Ich mache hier nochmal einen hin. Ja, es ist immer noch dunkel. Das Schwert ist fast kaputt. Mit Monster müssen wir uns derzeit ja zum Glück nicht anlegen. Zumindest nicht zwingend. Upp. Okay, da kann man nicht so. Creeper. Double Creeper. Alter, ernsthaft? Lol, was ist hier los? So. Weg mit euch. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ach Gott. Herzlich willkommen bei Minecraft. Schnell schlafen gehen, bevor die Monster noch irgendwas in die Luft sprengen. Wie kam der Creeper denn rein? Wie kam der Creeper rein? Das ist ja unnormal. Ist ja wirklich unnormal. Ah ne, warte, da gehört das zum... Ah. Natürlich sind die Steinstufen auch kaputt gegangen. Logisch. Oh Gott. Ja, was schief gehen konnte, ging schief. Okay, wir schnappen uns erstmal ein neues Schwert. Ich hatte doch hier noch irgendwo eins rumfliegen. Da. Okay, Leute. Merken. Niemals ein zu stark beschädigtes Schwert mitnehmen. Dämliche Spinne. Aber wie ist der Creeper hier reingekommen? Hier war doch eigentlich alles beleuchtet. Oder vertue ich mich da gerade? Ich packe jetzt überall nochmal Fackeln hin. Ein paar extra. Nur, so, weil wegen, ne? Ups, ne, die wollte ich nicht einpacken.
Okay, Spinnen können springen. Ich brauche Holz. Zwar Schwarzeichenholzbretter brauche ich. Und ich brauche normale Eichenholzbretter. Von beidem habe ich natürlich nichts mehr. Dafür habe ich noch Steinstufen. 8 Stück. So. Und ein Schwarzeichenholz. Bring ich jetzt mal dahin. Gut, das hier wird provisorisch mit Stein gefüllt. Hier, ich habe noch Schwarzeichenholzbretter. So ein 64er Stick. Habe ich noch normales Eichenholz, bitte? Nein, Fichtenholz, Schwarzeichenholz. Habe ich kein normales Fichtenholz mehr. Doch, da. Bäm. Gut, ich habe auch eine Axt dabei. Und ich muss das Ganze jetzt erstmal hier organisatorisch. Habt ihr gerade ernsthaft... Ach Gott, im Himmel. Gut, ich brauche noch Birke. Oh, okay, der kann da ruhig stehen. Birke, habe ich noch Birken? Birkenholz habe ich doch auch dabei. So. Ach, ist das ein Chaos jetzt. So, damit habe ich das schon mal fertig. Habe ich das Ding hier fertig. Die machen wir mal zu. Hier kommt der hin. Und hier kommt das hin. So, dann haben wir hier. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch einen... Ich glaube, ich hatte hier noch so gemacht. Okay, der steht falsch, aber das ist ja... Hallo? Aiming! Aiming! Das ist erstmal nicht weiter tragisch. Ah, nee, hatte ich nicht. Sonst wäre da nach oben noch ein weiterer gegangen. Das ist quasi, sind einfach nur diese langen Dinger. Okay, hier das Feld ist schon mal gewachsen. Das heißt, das haben sie auf jeden Fall in Ruhe gelassen. Spinnenseuche, sage ich nur. Für all diejenigen, die Angst vor Spinnen haben. Ihr braucht keine Angst vor Spinnen zu haben. Aber ihr solltet sie nach Möglichkeit umbringen. So. Jetzt habe ich natürlich keine Hacke dabei, um das eine Feld-Dingsbums-Teil da wieder richtig zu setzen. Ist ja nicht weiter tragisch. Creeper im Wasser. Skelett voraus. Geh weg. Da oben hängt noch eine Spinne. Dich wollen wir natürlich auch nicht haben. Den Creeper, den lootsen wir da jetzt mal raus. Pass mal auf, guck mal hier. Hier, kleiner Creeper. Warum zu Papa? Warum zu Papa? Sieht er mich nicht dadurch? Okay. Wenn du mich nicht siehst, dann du mich nicht siehst. So, denen. Okay, wir haben hier 2 Stück gekriegt davon. Moment. Das ist jetzt wieder alles dämlich hier. So. Okay. Spinnen vernichten also doch Felder. Zum Glück ist da hinten anscheinend nichts gespawnt, was irgendwie noch mehr Ärger hätte verursachen können. Aber wo der Creeper jetzt im Haus herkam, ist hier in der Eingangshalle vielleicht nicht genug Licht. So. Hier ist auf jeden Fall genug Licht jetzt. Hier adden wir auch noch ein paar Fackeln. Also Creeper im Haus ist ja eine ganz, ist ja ganz schlaff. Kommt auch noch was hin. Also dass der hier spawnt. Respekt für den Creeper. Ich hätte vermutet, dass der hier vielleicht spawnt oder sowas. Es kann sein, dass der wegen der Treppe da... naja. Okay. Gut. Ja, sorry, ne? Kleine Farming-Folge. Bisschen was explosiv hier gewesen und so. Wir machen beim nächsten Mal weiter direkt an der Mühle. Wir haben nämlich hier das ganze Steinzeug dabei, was wir dann auf jeden Fall darauf verwenden werden. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, ne? Wenn es wieder heißt, bauen und Creeper hauen. Tschüss.